Also für uns steht keine Koalition im Vordergrund, sondern der Bürger. Und den Bürgern, denen versprechen wir, dass wir einen Systemwandel in Deutschland schaffen wollen mit einem niedrigen, einfachen und gerechten Steuersystem. Mit den drei ganz einfachen Stufen 10, 25 und 35%. Dieses wird in Deutschland dazu führen, dass wir wieder zu mehr Wachstum kommen. Und dieses mehr Wachstum wird auch die Steuereinnahmen generieren, die wir brauchen, um Bildung, soziale Wohltaten bei allen Bevölkerungsgruppen auch auszahlen zu können. Zum Thema Bildung verspricht die FDP, dass wir 10% unseres Bruttoinlandproduktes bis zum Jahre 2020 tatsächlich auch umsetzen. Bildung ist der Rohstoff Nummer eins in Deutschland. Die Köpfe unserer Kinder müssen adressiert werden. Und das letzte, Bürgerrechte. Wir sind gegen einen gläsernen Bürger. Wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung. Wir sagen, die Festplatte gehört den Bürgern und nicht dem Staat.